So, Freunde, hallo zurück bei Halo 2, der Anniversary Edition. Unsere Kollegen sind am Start. Dann würde ich sagen, marschieren wir mal vor und ich gehe davon aus, das wird heute die letzte Folge werden. Jungs, ich lasse euch den Vortritt. Komm, marschiert's da mal raus. Und reißt denen den Arsch auf. Fuck, war denn her, Alter? Ich mag sie erst recht nicht. Aber wenn wir nichts unternehmen, wird Mohawk diesen Ring aktivieren. Dann werden wir alle sterben. Tartarus hat sich im Kontrollraum eingeschlossen. Tja, ich habe zufällig einen Schlüssel dabei. Los, komm, schnappen Sie sich einen Banshee und geben Sie mir Deckung. Er weiß sicher, dass wir kommen. So, dann arbeiten wir also zusammen, mein Freund. Sollen wir die Banshee schnappen? Dann land mal mit dem Bock, Alter. Schön. Die uns ein bisschen liebevoller zu verleiten. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die mich nicht treffen. Sie mich nicht treffen und gleich der Erste. Jetzt eigentlich bleibt jetzt er hier stehen oder und ich muss wieder die Arbeit machen. Da kommt er schon, unser Kollege. Bisschen um hier. Jetzt habe ich dich aber. Arschgeige. Ey, du sollst ja nicht auf mich schießen, Bro. Ja, mein Akku ist gleich leer. Das ist schon wieder verdammt hartnäckig, Alter. Schrottkiste. Einmal eine neue, bitte. Hey, wie viel kommen denn da noch?
nochmal zufällig ein Raumschiff? Nee. Shit. So. Oh Mann. Das überlebe ich doch niemals. Jetzt Ruhe oder was? Einer lebt noch. Schauen wir mal, ob wir den auch noch einen Arsch aufreißen können von der Entfernung aus. Baller mal rein hier, mach mal hier die Tür auf. Also, geht doch. Ah, immer noch nicht. Also. Dann gehen wir mal rein, oder was? Offensichtlich muss ich gar nicht rein. Bro? Also hätte ich natürlich schwören können, wenn der die Tür aufmacht, dass ich da rein muss, aber... Ah. Gut, schleichen wir uns hier mal durch. Holy Schmacaroni. Ja, da komme ich jetzt da gar nicht mehr raus, oder was? Lol. Der Gebieter darf nicht in die Kammer. Der Häuptling muss... Ja, komm ruhig runter. Hey, Bro. Nari hat natürlich wieder keiner gehabt von den Affen. Ja, habe ich mir jetzt schon gedacht, dass es zu lang gedauert hat. Weil er mein Schild laden musste. Ja, wir werden als nächstes runterkommen. Du vielleicht. Ja, komm. Ja. Ah, come on, Alter.
Wird eine harte Nuss, Alter. Junge, Junge, Junge. So, das wäre zumindest schon mal geschafft. Soll ich noch eine andere Knarre mitnehmen? Ich weiß es nicht. Ne, ich glaube, ich nehme nichts anderes mit. Das passt schon so. Einmal die dicke Wumme. Geht's jetzt links und rechts oder nur rechts? Ah, okay, gut. Okay, dann wollen wir mal gucken, wo es hier lang geht. Komm, Mensch, es ist leicht. Nimm das Symbol in deine Hand. Tu, was man dir sagt! Bitte, vorsichtig! Dieser Reclaimer ist empfindlich. Noch ein Wort, Orakel, dann reiß ich dir die Augen aus. Was nichts im Vergleich zu dem ist, was sie erwartet. Tartarus, aufhören. Unmöglich. Legen Sie es hin. Hinlegen und die Hierarchen verraten? Es gibt Dinge an Halo, die nicht einmal die Hierarchen verstehen. Vorsicht, Gebieter. Was Sie sagen, ist Ketzerei. Wirklich? Orakel, was ist Halos Zweck? In ihrer Gesamtheit sind diese... Kein Wort mehr! Bitte! Nicht die Glühbirne erschüttern! Wenn Sie Ihr Gehirn behalten wollen, sagen Sie denen, Sie sollen die Füße stillhalten! Bitte sehr, Sie sind dran. Die Heiligen Ringe, was sind sie? Ultimative Waffen, gebaut von den Blutsvätern, um potenzielle Flatfeinde zu eliminieren und zu harmlosen Parasiten zu machen. Und jene, die die Ringe fertigten? Was geschah mit den Blutsvätern? Als alle taktischen Möglichkeiten ausgeschöpft waren, aktivierten sie die Ringe. Sie und jegliches intelligente Leben, 3 Radii vom galaktischen Zentrum entfernt, starben. Wie geplant. Möchten Sie die relevanten Daten sehen? Tartarus, die Propheten haben uns verraten. Nein, Gebieter. Die große Reise hat begonnen. Und die Brutes, nicht die Eliten, werden die Propheten eskortieren. Das lief jetzt nicht so gut. Ging aber schnell. Lol. Ich bin doch... Hä? Zerstört sie! Nee, wie hält denn der Typ aus, Mann? Ja, gut, du ballerst von da hinten, das hilft mir jetzt nur bedingt weiter.
Come on, ich Trottel, Alter. Ja, das ist halt mies, Alter. Du musst halt echt so aufpassen, wo du hinspringst, Alter. Neue Taktik. Muss man dann vielleicht irgendwas hier aktivieren, was ich bloß nicht weiß? Junge, wieso? Da steht halt immer der Scheißdreck im Weg, Alter. Mein Gott. Keine Angst. Ich frage mich gerade nur, ob es. Okay, hier kann ich wenigstens nichts runterhüpfen. Ach so. Komme ich denn jetzt. Oh, irgendwie. Nee, ich komme nicht mehr runter. Na doch, so komme ich runter. Sehr woanders hin. Hä? Fuck. Stand der Typ nicht gerade hier rum? Ey, was ist denn eigentlich für eine harte Nuss, Alter?
was ich mich gerade frage, kann man es denn überhaupt schaffen oder muss man eigentlich... Okay, von da kommen immer unsere Verbündeten. Das gibt aber keinen... Okay, das liegt bei ihm jetzt wohl nicht so gut. Gar nicht, also ja, man kann den Typ gar nicht killen, oder? Gar nichts. Wenn die Waffe ausschalten kann, ich auch nicht. Der andere flackt schon wieder da unten, oder? Kapier ich ehrlich gesagt nicht ganz, Freunde. Umbringen kann man ja scheinbar auch nicht. Egal wie viel man da reinballert. Ja. Wo habe ich ihn jetzt gerade erwischt? Ah, geht doch. Was ist das? Ein Signal? Was tut es? Kommuniziert mit Überlichtgeschwindigkeit auf einer Frequenz von... Kommuniziert womit? Den anderen Anlagen. Zeigen Sie. Sicherheitsprotokoll. Im Falle unerwarteter Abschaltung wird das System in den Standby-Modus versetzt. Alle verbleibenden Plattformen sind jetzt bereit für Fernaktivierung. Fernaktivierung? Von hier? Machen Sie Witze? Hör zu, Blechdose, mach mich nicht! Von wo dann? Wohin würde jemand gehen, um die anderen Ringe zu aktivieren? Na, zur Arche natürlich. Und wo, Orakel, ist das?
keiner von uns. Feuer frei. Hier ist Spartan 117. Jemand hören. Over. Signal isolieren. Master Chief, würden Sie mir wohl sagen, was Sie auf diesem Schiff tun? Sir, diesen Kampf beenden. Hört sich jetzt so an wie der Abspann. Aber ich sehe halt einfach nichts. Also ihr offensichtlich auch nicht. Ah. Wächter wohl Cortana jetzt am Sack. Wobei man ja mit einer künstlichen Intelligenz, der kann man ja keinen Schaden zufügen. Also von dem her sollte ihr ja vermutlich auch nichts passieren. Ja, und das war's auch mit Halo 2. Hat mir auf jeden Fall wieder getaugt, das Let's Play mit euch zu zocken. Ich werde dann auch umgehend wahrscheinlich weiterspielen hier mit Halo 3, Ankunft, und dann werden wir hier ODST noch spielen und Halo 4. Mittlerweile müsste auch, glaube ich, Halo Infinity rausgekommen sein, weil Halo 5 kann man, glaube ich, nur auf der Xbox zocken, soweit ich mich erinnern kann. Aber da werde ich mich auf jeden Fall mal noch schlau machen. Ja gut, Freunde, wenn euch der Spaß gefallen hat, würde ich mich über eine kleine Bewertung freuen. Und würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr bei Halo 3 dann auch wieder am Start wärt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Stevie B. Ciao.